Wir haben hier eine Multicontrol-Dual-Steuerung vor uns. Im Display ist ersichtlich, der Fehler maximale Laufzeit überschritten. Dies tritt dann auf, wenn die Pumpe dauerhaft läuft, ohne einen Schacht oder einen Behälter zu entleeren. In dem Fall ist eingestellt ungefähr 5 Minuten Laufzeit. Das heißt, die Pumpe hat es nicht geschafft, in 5 Minuten den Schacht zu entleeren bis zum Grundlastausniveau. Und somit wurde sie von der Steuerung ausgeschaltet, um Schäden vorzubeugen. Die maximale Laufzeit kann frei eingestellt werden. Wir empfehlen zwischen 5 bis 10 Minuten, je nach Pumpe. In manchen Fällen S1-Betrieb, Dauerlauf, kann auch hier nach Absprache mit dem Servicepartner oder auch dem Fachberater eine höhere Laufzeit eingestellt werden. Gerade bei großen Behältern und Regenereignissen ist sowas wirklich wichtig, weil sonst wird die Pumpe ausgeschaltet, obwohl sie eigentlich hätte länger laufen können. Die maximale Laufzeit ist hier in der Steuerung einstellbar. Einmal drücken, Laufzeit einstellen, nochmals drücken und Laufzeit ist geändert. Im Gegensatz zum Laufzeitmaximum gibt es noch den Laufzeitwechsel. Auch das ist in der Steuerung einstellbar. Laufzeitmaximum haben wir eben erklärt. Die Pumpe läuft an, läuft eine Zeit x Minuten und wird danach ausgeschaltet. Fehlermeldung muss quittiert werden und die Pumpen laufen wieder an. Beim Laufzeitwechsel wird eine Pumpe angesteuert und wenn nach der Zeit x, die eingestellt ist, der Schacht oder der Behälter nicht entleert ist, wird auf die zweite Pumpe gewechselt. Auch dann läuft die gleiche Zeit nochmal ab und zurück auf die erste Pumpe gewechselt und erst danach ertönt ein Alarm. Man muss immer schauen, dass bei beiden Werten einer von beiden aktiviert ist, also entweder Maximum oder Wechsel, denn nur der kleinere von den beiden wird dann angezogen. Also beides gleichzeitig funktioniert in dem Fall nicht. Wir empfehlen, erst Laufzeitmaximum einzustellen, weil beim Laufzeitwechsel kann es passieren, dass halt ein Fehler oder eine Störung verschleiert wird, weil natürlich immer die eine Pumpe, die halt vielleicht nicht mehr pumpt, durch eine Verstopfung oder einen Fehler, durch die andere Pumpe dann sozusagen ausgehoben wird und wir erst bei einer Wartung feststellen, dass vielleicht eine Pumpe niemals gelaufen ist, weil in dem Fall die Pumpe verstopft war oder defekt.